It's Planscape, bitch. Yeah, willkommen zurück zu Planscape. Was zum Geier? Tournament, was auch immer ich gemacht habe. So, willkommen zurück zu Planscape Tournament. Endlich, oder Tournament, natürlich. Und wieder im Lumpensammlerplatz. Oh, hier können wir reingehen. Oh, gehen wir rein. So, war ich hier schon? Nein, da war ich noch nicht. Der Namenlose. Wir suchen immer noch Pharor, die alte Mebes. Hallo, alte Mebes. Diese gedrungene alte Frau sieht so aus, als sei sämtliche Farbe aus ihr herausgeblutet. Alles, von ihren Haaren über ihr Schultertuch bis zu ihrer Kleidung, ist grau und in diversen Schattierungen. Die einzigen Farbflecken an ihr sind einige seltsame Kräuter, die sie an den Stängeln an ihrem Gürtel gebunden hat. Die Kräuter machen bei jeder ihrer Bewegung ein seltsames, raschelndes Geräusch, wie Besen. Wie ein Besen. Ja, gut. Einmal verlesen in so viel Text, das ist okay. Sei gegrüßt. Die alte Frau dreht sich um und starrt dich an. Und du bemerkst die grauen Schatten, die ihren Körper bedecken und auch vor ihren Gesichtszügen nicht Halt machen. Sie hat dünnes, graues Haar und Augen wie Granitsplitter. Sie runzelt die Stirn, als sie dich sieht. Wer bist du denn? Ich bin ein Reisender, oder? Ich weiß nicht wirklich, wer ich bin. Ja, das ist ernst. Oder Lüge. Der Name ist Adan. Wer bist du? Oh, Adan. Ich bin Adan. Gut, mein Name ist Adan. Mir wurde auch gesagt, ich solle mich Adan nennen, so oft es geht, in einer Mail, die ich erhalten habe, weil, wenn ich das oft genug mache, kommt. Naja, egal. Mein Name ist Adan. Wer bist du? Sie gackert listig und bewegt ihre Augenbrauen auf und ab. Hast du noch nie was von der alten Mebeth, der Hebamme vom Platz, gehört? Noch nie? Sie kneift die Augen zusammen und senkt ihre Stimme. Nun, jetzt hast du, denn ich bin Mebeth. Du bist eine Hebamme? Was tust du? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Neuesten Stand Stand gebracht. gebracht. Ich richte Knochen wieder gerade, treibe den Kranken den Husten aus, hole kreischende, störrische Kinder auf die Welt, flicke und ficke Mäntel und Lumpen, mische Heilmittel und Kräuter und dergleichen. Sie zwinkert dir zu und betrachtet dabei deine Narben. Du brauchst doch bestimmt auch ein paar Mittelchen. Hab ich recht? Heilmittel? Klar. Du brauchst dringend ein paar Heilmittel. Du willst doch bestimmt eins kaufen, stimmt's? Sie wirft abermals einen Blick auf die Narben, auf dein, die deinen Körper bedecken, und zuckt dann mit den Achseln. Naja, ist wahrscheinlich eh schon zu spät dafür. Eigentlich könnte ich schon Heilung gebrauchen. Oh, oder? Ich brauche gerade keine Heilmittel, aber du könntest mir mal von Nutzen sein. Könnte ich sehen, was du sagst? Ich könnte ein wenig Heilung gebrauchen, okay. Mebeth nickt. In Ordnung. Sie greift nach ein paar der getrockneten Kräuter an ihrem Gürtel, reißt sie am Stängel ab und zerreibt sie dann in ihren schwieligen Händen. Kleine Wölkchen aus Staub und Pollen steigen von ihren Händen auf. Dann murmelt sie vor sich hin und bläst den Staub in die Luft. Atme tief ein. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Okay. Alles schwarz. Sie sind tot. Drogen, nix gut. Der graue Blütenstaub schwebt durch den Raum und bedeckt dich und deine Gefährten. Du atmest tief ein. Nur kurze Zeit später fühlst du dich wunderbar erholt. Danke, Mabess. Bevor ich gehe, hätte ich noch weitere Fragen an dich. Nur zu, dann frag. Ah. Kennst du jemanden namens Farod? Have you seen a little girl? Kennst du jemanden namens Farod? Farod, dieser. Mebes spuckt einmal, zweimal, dreimal und beschreibt dann einen Halbkreis über ihrem Herz. Dieser Dreckskerl, was hast du denn mit so einem wie dem zu schaffen? Ich muss ihn finden. Weißt du, wo er ist? Ja. Er ist jedenfalls nicht am Lumpensammlerplatz. So viel kann ich dir sagen. Du musst einen Weg unter den Platz finden, um zu diesem Miesling zu gelangen. Sie spuckt wieder. Selbst von ihm zu reden hinterlässt einen üblen Geschmack im Mund. Und wie? Er ist unter dem Platz. Sie tippt mit dem Finger auf den Fußboden.
Ja, unter diesem Haufen Müll sind er und seine Jungs begraben. Du müsstest ganz schön schuften, um ihn aus seinem Versteck auszubuddeln. Sie schüttelt ihren Kopf. Lass gut sein. Lass gut sein, Kind. Ich muss ihn finden. Wie komme ich dort hinunter? Mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Mensch, Mebess ist eine super Quelle für Informationen. Mebess runzelt die Stirn und seufzt dann. Hör zu. Farod hat irgendwo hier auf dem Platz ein Tor, das zu seinem Versteck führt. Du brauchst es nur zu finden. Vielleicht willst du ein paar von den anderen fragen. Leute, die ein bisschen mehr rumkommen als die alte Mebeth. Ich verstehe. Ich hätte da noch ein paar andere Fragen. Gut so, dann frag. Kennst du jemanden namens Farod? Nochmal. Ich vermisse ein Journal. Oh, überall. Ich vermisse ein Journal. Hallo. Ich vermisse ein Journal. Weißt du, wo man eins finden könnte? Mebeth überlegt. Ich hab keines gesehen. Wenn es auf dem Platz war, was ich bezweifle, weil die Leute nicht viel mit Büchern und dergleichen handeln, ist es höchstwahrscheinlich verkauft oder gestohlen worden. War es denn sehr wichtig für dich? Ein magisches Ding, das glüht und glitzert, was? Wenn dem so ist, wirst du es wohl nie wiedersehen. Vielleicht nicht. Ich hätte noch ein paar weitere Fragen. Nur zu. Was verkaufst du hier, Mebeth? Ich verkaufe Lumpen, Kräuter, Heilmittel, Talismane, Mixturen, Breipackungen und jede Menge Lotionen. Sie zuckt mit den Achseln. Wenn du mal etwas Sonderbares findest, mit dem du nichts anfangen kannst, dann bring es zu Mebeth. Ich kann's dir nicht versprechen, Kind, aber vielleicht finde ich raus, was es ist. Oh, sie identifiziert Items. Oh, gut. Kann ich mal sehen, was du im Angebot hast. Juhu, du, 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 du. Hier, identifizieren. Wunderbar, Messer aus Grünstahl. Nein, da. Da, 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 da. Nein, müssen wir überhaupt nicht identifizieren. Boah, Scrolltaste, der dreieckige Ohrring. Für 100 und wir haben 700. Identifizieren. Wow. Du hast diesen kleinen Ohrring durch Falten eines Zettels aus dem Mund einer Blablabla. Dieser Ohrring trägt einen schwachen Segen von einem der Götter des Reichtums irgendeiner hinterwäldlerischen materiellen Welt in sich. Wenn man ihn in der Hand hält und das Wort Kupfer flüstert, macht er seinen Besitzer um 33 Kupfermünzen reicher. Der Segen kann 3-mal verwendet werden, bevor der Zauber seine Wirkung verliert. Das heißt 99 Kupferstücke und wir haben 100 dafür gerade ausgegeben. Shit. Also Verlust von 1. Madame. Madame? Verdammt, wollte ich sagen. Madame! Hier auch nichts. Wir haben sonst gar nichts zu identifizieren. Das kann doch gar nicht sein. Fertig. Momentchen mal. So. Inventar. Der alte Kupferohrring. Hohl. Okay. Strahlmönchen. Mist, mein Auge. Nix. Wir haben tatsächlich ansonsten nichts zu identifizieren. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Verkaufen wir mal wieder ein bisschen Schrott. Mebeth ist gerade rückwärts gegangen. Okay, alte Hexe. Als du eintrittst, schon wieder, obwohl wir immer noch im Raum waren, wirft Mebeth dir einen skeptischen Blick zu. Dein Weg führt dich hierher zurück, nicht wahr, Kind? Ja, ich wollte ein paar Heilmittel und Talismane kaufen. Danke. So, was brauchen wir denn nicht? Den Silberring, oder? Klingende Münzen, wunderherrlich, 80. Nadel und Faden behalten wir. Stärke behalten wir, das Bronze weg. Magus-Schutz, den habe ich noch nicht angelegt, weil ich noch kein Magier bin. Kupferohrring, oh, wir kriegen viel Geld, viel, viel Geld. Oh, gute Preise, verkaufen. So, hier, das alles ist so gut wie gar nichts wert. Das will ich alles noch behalten. Ich habe den Eindruck, als wenn ich das noch brauche. Weg damit. Flüsternder Flakon, das behalten wir auch. Wow. Okay, weg. What? Gut. 1200. So, was können wir denn jetzt alles kaufen? Na, ein Flan, Blut-Talisman, Herz-Talisman, Blut-Talisman, bla 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 bla. Was ist ein Herz-Talisman? Achso, gut. Schädelratten-Talisman. Gut. Kakerlaken-Talisman? Die werden ja immer teurer. Oh, plus 4 Aufrüstungsklasse, plus 2 Aufrüstungsklasse. Oh. Wenn der Anwender den Talisman schluckt. Naja, erst wenn wir einen finden, werde ich sowas lesen. Göttliches Rauchfass. What?
ruft tote Erwecken hervor. Wenn dieses Rauchfass angezündet wird, hat es die Macht, die Seele des kürzlich Verstorbenen zurückzuholen. Unglücklicherweise ist nur noch eine begrenzte Menge Weihrauch in ihm übrig. Tolmebess, hast du alles aufgeschnupft? So ein Kock. Talisman der endlosen Erinnerung. Boah, klingt alles so schön. Gut, aber mehr nicht. Was ist das? Stärkung? Fluch brechen. Ah, okay. Oh, hier können wir Fluche brechen. Ach, wie schlau du doch bist, Funk. So, haben wir noch irgendwas mit dir zu reden? Da, 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 da. Ja, das war's. Kann ich mich hier ausruhen? Ich habe ein paar Fragen, genau. Was haben wir denn noch? Könnte ich ein paar Heilmittel kaufen? Was verkaufst du hier? Heilung? Kann ich mich hier ausruhen? Bist du eine Hexe, Mebes? Ich hab's gerade gesagt, du alte Hexe! Und jetzt bist du eine Hexe, Mebes?